Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. In die musikalischen Traditionen jüdischer Religion führt ein Vortrag in der alten Synagoge Hagenow am 19. Februar ein. Deborah Strauss und Jeff Warschauer zeigen dabei Ton- und Filmaufnahmen und präsentieren auch Live-Musik. Deborah Strauss gehört zu den führenden Klezmer-Geigerinnen ihrer Generation. Jeff Warschauer ist Musiker und jüdischer Kantor am Jewish Center in Princeton, USA. Der Vortrag wird auf Deutsch, Jiddisch und Englisch präsentiert. Das vorgeführte Lichtbild steht im Mittelpunkt eines Vortrages am öffentlichen Galerieabend der MV-Fotogalerie in Schwerin. Seit Menschen fotografieren, sind sie bestrebt, diese Bilder auch anderen vorzuführen. Früher geschah das mittels Glasdiapositiven in Varietés. Volker Janke erzählt Geschichten von gemeinsamem Erleben und Austausch spontaner Emotionen. Los geht es in der Puschkinstraße 13 um 19 Uhr. Die Kunst von Willy Günther ist von Unabhängigkeit geprägt. Seit 40 Jahren ist er in seiner Wahlheimat Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Willy Günther hat sich schon zu DDR-Zeiten an den Avantgarden der Moderne orientiert. Der Kunstverein Schwerin widmet Willy Günther nun eine Ausstellung. Zu sehen sind ungesehene und aktuell bearbeitete Werke. Bis zum 5. April ist die Ausstellung zu erleben. Als Wolfswelpe Ferdinand seine Eltern verliert, wird er von einem Schafspärchen adoptiert, das ihn als Schaf aufzieht. Als Ferdinand dann älter wird, merkt er seine Natur und kann als Wolf im Schafspelz nicht so richtig aus seiner Haut. Die besseren Wälder vom Jungstaatstheater Parchim Ende Februar an 3 Tagen nacheinander jeweils um 10 Uhr im Mahlsaal Parchim zu erleben. Der Freundeskreis Filmkunstfest MV präsentiert den 12. Filmsalon im Werk 3 in Schwerin. Zu sehen ist der Film The Broken Circle Breakdown. Ein Filmdrama, das die Gefühle und Reaktionen von Eltern thematisiert, die gerade ihr Kind verloren haben. Der holländische Film von Felix von Gröningen hat 2013 den Panorama-Publikumspreis auf der Berlinale gewonnen. Ich bin Sonic, eine kleine blaue Kugel aus Superenergie. Und insgesamt ein ziemlich cooler Typ. Und um meine Welt zu retten, musste ich auf eure kommen. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Vor 20 Minuten hat ein Energiestoß einen Stromausfall im gesamten Nordwesten verursacht. Wer ist da? Was machst du in meiner Garage? Die komplette Armee ist hinter mir her. Guten Morgen, mein ländlicher Freund. Ich gebe Ihnen genau 5 Sekunden, um mir zu sagen, wo es ist. Stopp! Tu ihm nicht weh! Voll auf die 12! Julian Bam spricht Sonic. Ausflug? Wieso passiert mir das? Oh mein Gott, halt sofort den Wagen an! Der größte Gummibandball auf der ganzen Welt, den müssen wir uns ansehen! Nein, das hier ist kein lustiger Familienausflug. Na, hast recht, war echt lame. Der Souvenirshop war aber cool. 2020. Hier können wir eine Weile untertauchen. Okay, und was machen wir jetzt? Ich zeig dir mal, wie das geht. Lass uns gehen, oder? Ja, es wird Zeit. Eine neue Welt. Du glaubst, du könntest mir entkommen? Oh, das Ding ist ja süß. Du bist gut versichert, oder? Ah! Pow! Ein teuflisches Genie. Jetzt bist du dran. Mehr hast du nicht drauf. Doch, aber danke der Nachfrage. Achtung, jetzt geht's rund. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Vom Produzenten von The Fast and the Furious. Wieso wirfst du dein Leben für dieses dumme kleine Etwas weg? Er ist mein Freund. Das war geil. Das ist meine Superkraft. Ich glaube nicht, dass du darauf darfst. Und ich werde meine Freunde damit um jeden Preis beschützen. Das hast du nicht kommen sehen, ha? Blablabla. Darf ich mal kurz ein Bier da? Sonic. The Hedgehog. So, du bist also Toms bester Freund, von dem er immer labert. Verstehe nicht, was er an dir findet. Ist ja eklig. Ab Februar im Kino. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung.
Ein Zuhause für alle Generationen.